Hallo und recht herzlich willkommen beim Telefonjoker. Ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie man beim Samsung Galaxy M21 die Entwickleroption freischaltet. Okay, was machen wir dafür? Wir gehen erstmal in die Einstellung. Also wir scrollen hier runter, haben dann hier das Symbol für die Einstellung, das Zahnrädchen hier. Dann gehen wir zum letzten Punkt. Da ist es Telefoninfo. So, und dann brauchen wir hier die Softwareinformationen. So, und dann wird die Bildnummer interessant, denn wir müssen diese Bildnummer 7-mal klicken und schon sind wir für das Telefon ein Entwickler. Yes! Okay, gehen wir einen Schritt zurück, gehen noch einen Schritt zurück und dann haben wir jetzt unter der Telefoninfo die Entwickleroption. So, wenn wir die jetzt anklicken, können wir alles Mögliche machen, hier mit aktiv lassen oder dieses USB-Debugging. Für den Fall, dass man halt Daten übertragen möchte und so weiter und so fort. Aber ich glaube, die meisten von euch wissen, was man hier macht. Denn okay, um es danach wieder auszuschalten, gehen wir einfach auf die Schaltfläche direkt unter Entwickleroptionen hier, wo jetzt einsteht. Jetzt steht man nämlich aus und es ist weg, wie durch Zauberhand, ne? Also die Entwickleroptionen sind nicht mehr da. Wenn ihr die wieder mal braucht, könnt ihr die genauso freischalten, wie ich euch das zu Beginn gezeigt habe. Jo. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Und ja, wenn ihr möchtet, ihr könnt mir auch weiterhelfen, wenn ihr mir zum Beispiel einen Daumen nach oben gebt oder einen netten Kommentar hinterlässt. Das hilft meinen Videos sehr. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, ich habe natürlich noch ein paar andere Videos gemacht, wenn es noch Informationsbedarf gibt. Beziehungsweise ihr könnt mich auch gerne abonnieren. Wäre mir eine Riesenehre, wenn wir uns nochmal wiedersehen würden. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.